Hi Leute und herzlich willkommen zu unserer MyTeam Jaguar Racing Karriere. Ich habe mal ganz schnell das Wort Der vorweggenommen, große Preis von Spanien weil ist jetzt schon plappert seit er wieder mehr als 30 dazwischen. Jahren ein fester Bestandteil des Formel Wir 1. Sehen überspringen wir mal in uns die kurz die Startaufstellung. Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Vor Max Verstappen, der von Junge, P2 Junge, Junge. starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben Oh! wir Leclerc, Vettel, Alexander Albon und Eins. Sainz, Ricciardo, Norris, Das ist Stroll und interessant. Pierre Gasly. Hamilton, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten Das ist starten. sehr gut. Kvyat, Nobuhiro Platz 13, Matsushita, ein Jaguar Esteban Ocon, Racing. Platz Dietrich, 15, der nächste. Alcon, Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Perez, Giovinazzi, Oh, Perez wurde auch Latifi strafversetzt. und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Gleich Ich werden glaube, wir für sehen. uns zwei sehr gute Startplätze und wir müssen das Wir Beste haben daraus machen. Endpunkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Und ich würde gerne zweimal Mediums fahren. Das müsste gehen. Wir nehmen zwei Runden mehr mit. Ich hab's nicht so mit Sprit sparen. Ja, ich würde sagen, lasst es beginnen. Die ganze Reihe erstmal hier auf Mediums unterwegs. Aber wir wollen keinen Mist machen. Ups. Ei. Oh, Perez auf Softs unterwegs. Deswegen ist der so vorbeigeschossen. Beiden Haas sollten wir schon mal hinter uns halten. Ey. Wieso krieg ich jetzt eine Verwarnung? Cheater Kampflinie fahren. Weg zurück. War aber vernünftig, dass er das gemacht hat, denn Perez hat Soft. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. So. Fahren erstmal hier gemütlich hinterher. Ich denke, wir versuchen dann Matsushita mitzuziehen, wenn DRS möglich ist. Wir leisten sozusagen Hilfe. Ich hoffe bloß, dass unser Motor hält und sich nicht in Rauch auflöst. Was Matsushita gegen uns auch Kampflinie gefahren. Vielleicht sollte ich Jeff Bescheid sagen. Er kann ihm sagen, er muss sich keine Sorgen machen. Weil wenn, dann würde ich ihn lieber Start und Ziel nehmen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. So, das heißt, wir müssen auch noch von dem Haas weg. Grosjean kann gerade so noch mithalten. Ups. Eieieiei, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber Magnussen fällt auch zurück.
glaube, das liegt jetzt nicht an dieser angeblichen Kollision. Perez kommt nicht an Raikön vorbei. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ja einen Leistungsverlust bemerken werden? Das war mir schon bewusst, bevor ich den Grand Prix gestartet bin. Schon. Sorry. War nicht gut. Ja, jetzt habe ich den Haas noch näher rangeholt. Das ist sehr schlecht. Giovinazzi ist an Magnussen vorbei. Ich glaube, es lohnt sich auch fast gar nicht, dass ich an Matsushita vorbeigehe. Ich habe gerade das Gefühl, ich kann noch gar nicht schneller. Zum Prozent vorne links. Auf normales Gemisch. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf die verwirbelte Luft, wo ich jetzt hinterher fahre bei Matsushita. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir kriegen DRS. Auch. Bleib nicht zu lange hinter diesem Wagen. Wir müssen überholen. Jetzt ist das DRS defekt. Sehr schön. So, wir sollen Runde 13 reinkommen. Das habe ich mir schon gedacht, das werden wir nicht machen. Wir fahren länger. Wir versuchen wieder nur einen Stop zu machen. Zwar mit Mediums und Soft. Okay, das DRS steht offen und klemmt. Du musst reinkommen, dann können wir versuchen, was? Zu reparieren. Nein! Bitte nicht! Was ist das denn? Ach, mach keinen Scheiß. Muss ich dafür jetzt echt in die Box kommen? Mir noch mal probieren, eine Runde zu fahren. Gut, unser MGUK ist ziemlich abgenutzt. Ab sofort können wir die fette Mischung möglicherweise nicht mehr einsetzen. Hau ich jetzt erstmal direkt raus. Oh ja, Heilige. Könnte das nicht irgendwie von drinnen fixen oder so? Ich meine, am Computer. Muss ich dafür jetzt extra in die Box kommen? Ich in Runde 6 schon reinkomme. Das ist Käse. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Oh, ich habe gerade andere Probleme, Jeff. Damit wir damit klarkommen. Oh Mann. Auf jeden Fall so noch mitfahren. Weiß nicht, ob das... Mann, das versaut mir alles, ne?
der Axt. Aber guckt euch das an, ey. Paris war in der Box. Die Mediums geholt, wir holen uns jetzt Softs. So, Problem ist doch gefixt. Und wir müssen jetzt richtig Tempo machen. Mal kurz gucken, wann sollen wir reinkommen. Runde 14. Wir schauen mal, wie lange die Reifen halten. Ja. Ja, plötzlich geht das, ne? 2,8 ist da vor uns. Wir haben Softs, wir müssen eigentlich aufholen. Ah, schon Bestzeit im Mittelsektor. Fettes Gemisch. Einmal habe ich schon Energie rausgespuckt hier. Wir müssen richtig heftig Dampf machen. Zwei Stops war nicht unser Plan. Der Motor wirkt etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Komm schon. So, Norris war in der Box. Kann sich vor Perez wieder einsortieren. Kommen wir nicht wirklich klar. Ich fahre noch nicht mal schnellere Zeiten mit Softs als mit Mediums. Das kann doch nicht sein. Valtteri Bottas, schnellste Runde. Mal so 3 Sekunden schneller als unsere. Mittleren Abschnitt holen wir ein bisschen auf Perez. Können hoffen, dass die jetzt da ein bisschen aufgehalten werden. Ich weiß, das war nicht gerade sauber. Okay, 21,9. 16,4 Sekunden zum Teamkollegen, da war noch nicht in der Box. Einfach durchgehämmert hier. Komm schon! Ich dachte gerade, da gehe ich weg. So, jetzt werden die schön ein bisschen aufgehalten. Wird wahrscheinlich eh nicht von langer Dauer sein, weil die gleich DRS bekommen. Norris und Perez. Also in Runde 14 gehen wir nicht rein. Und ich überlege auch schon, ob wir nicht vielleicht sogar Soft nochmal zum Schluss fahren. Also jetzt noch einmal auf Softs wächst. Na, ich glaube. Wir werden sehen. Wenn ich bis Runde 20 schaffe, dann wechseln wir Softs auf. Da, 1 Sekunde schlechter erstmal direkt. Noch können wir das fette Gemisch benutzen. Ich denke, ein bisschen fettes Gemisch werden wir aufheben müssen. Vielleicht können wir noch mal schnellste Runde in der im Schluss fahren.
So, wenn wir so nah hinten dran sind, gehen wir direkt erstmal gleich auf Mager. Uhu, Perez. Bin hinter dir. Uiuiuiui. Ja, moin. Ehrlich, ne? Könnte schneller, ne? Komm schon. Pff, fettes Gemisch, Energie, DRS, alles offen und ich komme nicht an Perez ran. Ja, jetzt haben wir das gleiche Problem wie vorhin. Wir hängen fest wahrscheinlich. Und müssen auf Stops warten. Das heißt, das war keine gute Idee, in die Box zu fahren. Aber wir hatten ja keine andere Wahl. Ja. Müssen gucken, was wir machen. Not einfach so überholen, ja. Ja. Sehr gut. Reife Leistung. Das jetzt so ganz legal war, weiß ich nicht, aber. Ich muss jetzt bloß aufpassen, weil Perez deutlich schneller unterwegs als wir. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Wir kommen auch nicht an Norris ran. Mann! Dachte gerade, ich hätte Regentropfen gesehen. Ich fahre ja wirklich am Limit. Der Magnussen da vorne, er hält hier alle auf. Ey! Ah! Junge. Aber ohne einen zu berühren. Perez wollte da auch reinstechen. Da habe ich mir gedacht, dann komme ich aber erster. Zuerst. So, bloß weg. Noch ist Perez hinter Russell. Puh, kurz 2 Sekunden zum Aufatmen. 1,25 fahre ich inzwischen mit den Reifen. Ist das denn die Möglichkeit? Sollten die Mediums ja doch so viel besser sein? Dann ziehen wir gleich wieder Mediums auf. So, Latifi und Magnussen. So. Oh, da habe ich versucht. War aber auch schon wieder eine blödsinnige Idee. Ich weiß nicht, warum ich manchmal sowas versuche hier.
Komm, das war nur Magnussen. Box, Box, wir kommen diese Runde. Nein. 50% vorne links schon. Ocon ist unser Rivale. Den müssen wir ja wohl auf jeden Fall schlagen. 14 Sekunden hat Ricardo vor uns. Ich würde interessieren, wo unser Teamkollege ist. Gucken, ob die Autos gleich nochmal ins Bild kommen. Jo, das ist ganz schön weit vorne. Ich denke, da könnte sogar in den Punkten sein. So, wir gucken mal, was wir jetzt so bei freier Fahrt herausholen konnten. Grosjean in der Box. Raikön in der Box. Beide harte Reifen. 1:22,6. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,3 Sekunden. Komm, da machen wir doch noch direkt eine. Dann würde ich einfach Mediums aufziehen. Da ist auch Ocon. Der wird auch in der Box gewesen sein und hat sich die Harten aufgezogen. Der Wagen vor dir wird auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Gucken mal, ob wir da vielleicht so halbwegs noch so ein bisschen mitgehen können mit den abgenudelten Reifen. Ja, Teamkollege ist in der Box, das passt sich gut. Wir fahren nämlich dann noch weiter. Dass ich da mal so drüber möble, ne? So, 2 Sekunden ist der Kimi vor uns. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 13. Der hat auch harte Reifen mitgenommen. Der macht nur einen Stopp. Und wir sind gezwungen, 2 Stops zu machen. Das ist schon echt ärgerlich. Aber wir konnten Perez schon gut hinter uns lassen. 5,6 Sekunden. Ich hoffe, dass Matsushita ihn jetzt ein bisschen aufhalten kann. Er hat zwar die harten Reifen, aber die sind frischer. Die Reifen am Wagen hinter dir sind in viel besserem Zustand als deine. Wir behalten die Runden. Ja, bleib ganz ruhig. Ich komme gleich in die Box. Jungs sollen es richten. Oh Mann, das wird immer so drüber ballern, ey. Junge, 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 Junge. Die Geschichte mit dem Flügel hat uns das Rennen eigentlich kaputt gemacht. So, uns wurde gesagt, wir sollten noch einen Stopp machen.
Das denke ich aber nicht. Ich glaube schon, dass wir durchkommen. Giovinazzi 12 Sekunden vor uns. Ja, folgen schon das Gefühl, dass die Mediums sehr gut gehen. So, circa 1,5 Sekunden erstmal abgenommen dem Giovinazzi. Ich hoffe, das bleibt noch mal so für 2-3 Runden so. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,8 Sekunden. Da habe ich unseren Teamkollegen gesehen. Der führt da vorne diese ganze Truppe an. Der ist noch vor Perez, wie das aussieht. Ich hoffe, dass er ihn schön in Schacht halten kann. Ah, sehr schön. Die Kurve hier genommen. Norris in der Box. Eine 20-7. Mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. So. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Die hinter mir sind erstmal egal, ich muss die vor mir bekommen. Oder hätte ich mit harten Reifen fahren sollen? Lewis Hamilton fährt nochmal die schnellste Runde. Ich glaube, das ist so ähnlich wie in echt hier. Immer so schön auf Halten fahren und dann, ach, zack. Bäm, schnellste Runde. Da ist auf jeden Fall ein Renault vor Matsushita. Perez in der Box. Sehr schön. Wird auch Mediums mitnehmen. Ich hoffe, dass unsere Reifen wirklich halten. Dass wir nicht nochmal in die Box müssen. Weil das wäre sonst ein Eigentor. So. Wir müssen auf jeden Fall in die Nähe unseres Teamkollegen kommen. Ansonsten ist es. Ja. Kommt noch mal eine schnellste von Lewis Hamilton. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,1 Sekunden. Ja. Würde mal interessiert, was ich dem pro Runde abnehme. Oh Mann. Muss gucken, dass ich die Kurve deutlich anders anbremse.
So. Giovinazzi liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,0. Ja, da liegen wir drunter. Gucken, was wir aufholen können noch pro Runde. Ich fürchte aber, viel wird es nicht mehr sein. Unsere Reifen ein bisschen mehr abnutzen als den ihre. Bei denen ihre Reifen sind langsamer, das ist halt die Frage, ne? Kann nur hoffen, dass Matsushita da vorne ein super tollen Job macht und da die irgendwie so ein bisschen zurückhält. Oh Mann! Okay, Abstand zum Teamkollegen 8,4 Sekunden. So, jetzt mal meinen Pullover ausgezogen. Ich würde sagen, das war's. Unser Teamkollege wird 14. Wir werden 17. Ich fahre hier wirklich am Limit. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,5 Sekunden. Ja, Mann. Oh, die haben wir wieder gut genommen. Giovinazzi vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,0 Sekunden. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,1. Du holst pro Runde etwa 6 Zehntel auf. Ah, es ist nicht viel. Damit wäre ich zum Ende des Rennens dran, aber ranfahren und überholen, das ist ja mal so, ne? Wir müssen nicht aufgeben. Gucken mal, was noch möglich ist. Wer weiß, was noch alles so passiert. Jo, das sieht ganz gut aus, diese Runde hier. 22-0. Da muss ich aber schon richtig kämpfen. Max Verstappen fährt die neue schnellste Runde. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,7 Sekunden.
So, Norris ist an Russell dran. Meine beiden Wunschteamkollegen für die nächste Saison. Wir müssen gucken, wie das finanziell aussieht. Und ich denke hier, durch das Giovinazzi und Grosjean da so ein bisschen fighten, unser Teamkollege Ruhe, weil ich glaube, sonst könnte das auch anders aussehen. So, noch mal ein bisschen was rauspowern hier. 1:21.9. Ich fahre nicht in die Box. Wir gehen noch bis zum Schluss. Obwohl, die schnellste Runde zu fahren lohnt sich eigentlich nicht. Sonst könnte ich sagen, wir sparen noch ein bisschen Sprit. Wir müssten das hinkriegen, dass wir auch wieder vor Russell rauskommen. Und dann fahren wir einmal die schnellste Runde. Ei. Sekunden. Ich hasse diese Schikanen hier. Habe ich nicht gut genommen. So, 2,5 Sekunden. So, Giovinazzi. 22,2 ist nicht schlecht. Das da vorne ist Giovinazzi. Hol dir seine Platzierung. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,1. Du holst pro Runde 8 Zehntel auf. 8 Zehntel. Lewis Hamilton, schnellste Runde. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa 1 Sekunde pro Runde. Ja, ja. Junge, Junge, Junge. So. Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay? Ja, plötzlich oder was? So. Nächste Runde DRS-Fenster, oder wie sieht's aus? Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Und dann müsste ich mir eigentlich zurechtlegen. War nicht gut. Zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Hier habe ich schön genommen. Hier habe ich ein bisschen was aufgeholt. Jawohl. Es wird langsam. Also ich denke, wir hätten Punkte holen können, wenn wir das Problem nicht gehabt hätten. Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Immer noch damit nicht auf dem Puffer. Komm schon. Okay, du holst den Wagen vor dir an. Ja, ja.
So. Norris ist an Russell vorbei. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Mager. Oh, komm schon. Schaffen wir das? Er hat keinen DRS, ey. So. Grosjean hätte ich gerne noch. Während Lewis Hamilton sich die schnellste Runde noch mal holt. Und es sieht so aus, als würde er sich anschicken, Matsushita einzuholen. Ich glaube, er möchte Matsushita gerne auch cashen. Das werden wir dem Haas-Piloten vermasseln. So nicht. Oh oh. Entweder ist das Hamilton oder Bottas. Einer von beiden kommt von hinten zum Überrunden. Das wäre in so einem Kampf hier denkbar schlecht. So. Komm. Mercedes Power gegen Ferrari Power. Hat er uns berührt? Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Boah, das können auch 2,2 Sekunden bleiben. Wir lassen Matsushita gerne als 14. durchs Ziel fahren. Aber das heißt gerne natürlich nicht, aber es ist jetzt nun mal so. Und wir halten Romain Grosjean hinter uns. Ich würde mal gleich interessieren, was für Zeiten Matsushita überhaupt fährt. Das Gelb. Matsushita ist nicht schnell. Nobuharu vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 14 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,22,7. Du holst pro Runde eine Zehntel auf. Oh, wow. So, die Frage ist, wo lassen wir ihn vorbei und wie lange können wir das hier noch zögern, bis es eine Strafe gibt? Das ist Bottas. Oh Mann! Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen ja. Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Das überlege ich mir noch.
Jetzt kann er überholen. Ich nage noch dran. Start und Zielgerade nehmen. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor ja. dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Oder ein grünes Auto. Ha ha ha. So, Bottas, komm. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel. 5 Sekunden Strafe. Geil. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Mann. Was für ein Rennen. Flügel klemmt. Es ist alles Käse. Ach, jetzt reicht's aber. So, 4 Sekunden schon zu Grosjean. Vielleicht kriegen wir noch okay, die fünfte hin. Hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperatur. Ja, ist mir scheißegal, dass das Ding jetzt in die Luft fliegen, du. Darauf kommt es auch nicht mehr drauf an. Blaue Flagge. Oh, schon wieder? Ich kann mir nicht mal auf mein richtiges Rennen konzentrieren hier. Verdammt, das war's schon. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Platz 13 und 14. Ich denke, das ist okay und geht doch so in Ordnung. Die dürfen sich zu Recht freuen. Im großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Bottas gewinnt, Verstappen Zweiter, Hamilton Dritter. Werfen wir einen Blick auf die Fahrer. So. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz. Trotz 5 Sekunden Strafe hat es geschafft, vor Grosjean zu bleiben. Darüber sprechen wir heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende. Er hat ordentlich was rausgeholt. Vettel 2 Stops. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Junge. Klettert Renault mit einer weiteren Start. Da wir hatten auch einen anderen Plan. Aber es ist, wie es ist. In der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Oh, guckt euch das an. Alpha Tauri hat richtig Punkte mitgenommen. Wir schauen uns mal die Rangliste an. Boah, Racing Point geht vorbei. Ich denke, Renault und McLaren werden wahrscheinlich auch noch vorbeigehen. Wir müssen gucken, wie es mit den nächsten Upgrades aussieht. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.